Gregor Unterkofler und Alexandra Lasnik-Walder. Schön, dass ihr da seid. Danke. Herzlich willkommen zum Podiumsgespräch mit Helmut Löbel und David Steindl-Rast. Würde, was wären wir ohne Sie? In Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Doch was genau ist Würde? Was bedeutet es, wenn unsere Würde verletzt wird? Der Neurobiologe und Hirnforscher Gerald Hüther sagt, das Bewusstsein unserer Würde ist wie ein in uns verankerter innerer Kompass, der uns in die Lage versetzt, uns trotz der vielfältigen Anforderungen des Alltags nicht zu verlieren. Er meint, es sei wichtig, dass wir lernen, die Wahrnehmung der eigenen Würde zu stärken. Wer sich seiner Würde bewusst wird, geht aufrechter, lebt authentischer und ist auch nicht mehr verführbar. Wir wollen heute Abend überprüfen, ist das so? Hat er recht? Und wenn ja, wie macht man das, die eigene und die Würde anderer stärken. Zuerst aber mal zur Struktur des Abends. Gleich zu Beginn gibt es noch eine kleine Einführung und darauf folgen drei Frage-Antwort-Runden. Dann ist Zeit, Fragen zu stellen und zum Schluss gibt es noch ein vierminütiges Video über ein Erziehungs- und Sozialprojekt, das Helmut von Löbel in Kolumbien initiiert hat. Zwischendrin gibt es Musik mit Alexandra Lasnik-Walder und Gregor Unterkofler.
Für die, die den einen oder anderen Gast hier heute am Podium nicht kennen, ein paar Sätze oder noch nicht gut genug kennen. David Steinl-Rast und Helmut von Löbel verbindet einiges. Der eine, Baujahr 1926, der andere 1937. Das heißt, sie haben beide auch den großen Krieg erlebt, haben Dunkelheiten kennengelernt, mit Ängsten umgehen lernen müssen. Ihre Kindheit und Jugend, auch sehr unterschiedlich verlaufen, haben sie doch wieder was Gemeinsames, nämlich nach der Volljährigkeit bricht der eine auf in die USA und der andere bricht auf nach Kolumbien. Und dort gehen sie unterschiedliche Wege. Der eine wird Mönch, sucht und gräbt in der eigenen Konfession, taucht an überraschenden Orten und Plätzen wieder auf, im Buddhismus, im Islam, bei den Hindus und bei den Juden. Er wird in gewissem Sinn auch ein Beauftragter für den interreligiösen Dialog, beauftragt von seinem Kloster. Der andere versucht sich als Industriekaufmann und wie er so schön sagt, zwei Schritte noch vor, drei zurück, zwei Schritte noch vor, einen zurück, vier noch vor, wieder sechs zurück. Niederlagen und Erfolge wechseln sich ab. Das, was ihnen auch gemeinsam ist, ist, dass sie reich geworden sind. Aber reich jetzt nicht nur an Geld, ja, auch an Geld, aber reich vor allem an Erfahrung. Das ist auch das, was euch beide verbindet. Reich vor allem an hellen, guten Erfahrungen, aber auch an dunklen, wertvollen, tiefen Erfahrungen. Und beide habt ihr auch immer ein Anliegen vor euch hergetragen, ist vielleicht nicht die richtige Formulierung, aber ihr habt es gelebt, ihr habt was initiieren wollen, ihr wolltet, dass die Welt nicht so bleibt, wie sie ist. Was eure Motivation war, darüber können wir heute noch sprechen und euch fragen. Aber du hast neben deinen Erfolgen und deinen beruflichen Schritten, Helmut, irgendwann begonnen, die Kinder auch zu sehen und ihre Not und bist aktiv geworden. Und wenn wir heute zurückschauen nach Bogotá, übermorgen glaube ich sind es 50 Jahre, da hast du das erste SOS Kinderdorf dort gegründet. Und es sind noch viele weitere soziale Initiativen für Kinder und Jugendliche durch dich entstanden. Nicht zuletzt ein Projekt, das wir am Ende dieser Veranstaltung noch ein bisschen deutlicher vorstellen werden, auch mit einem Video. Und du, David, hast durch ausgelöst, ne, das Lustige ist ja, wie kommen die zwei Herren zusammen? Man könnte sagen, ein interreligiöses Spitzentreffen, aber was macht der Helmut dort? Ja? Spirituell, das war sozusagen nicht deine Kompetenz und Motivation. Da können wir dich auch noch befragen. Aber das, was spannend ist, ist, dass neben Gästen wie Karl Friedrich von Weizsäcker und dem Dalai Lama, dann eben auch David Steinl-Rast dort war und ihr seid in irgendeiner Weise zusammengekommen, da kenne ich die Details nicht und du bist zu seinem Verleger geworden. Und dein erstes Buch, David, Fülle und Nichts, hat der Helmut verlegt. Das ist schon ein seltsamer Zufall. Und dann viele, viele Jahre später gibt es im Jahr, eigentlich 30, über 30 Jahre später, in Bogotá auf der Jesuitenfakultät eine Begegnung im Jahr 2016. Ihr erkennt euch und begrüßt euch und seit damals, nachdem ihr beide auch in Salzburg einen Bezug habt, ist diese Beziehung wieder lebendig, aufgefrischt. Schicksal. Ja, das, was ich noch sagen möchte, ist, da sitzen zwei Herren mit
Jahrgang 26 und 37, wenn man sich vorstellt, technisch, geschichtlich, was in diesem weiten Bogen alles geschehen ist in unserer Welt, in unserer Gesellschaft und mit uns Menschen. Es ist nicht alles nur Fortschritt, es ist nicht alles nur gut und es ist nicht alles nur hilfreich. Wir werden versuchen, heute im letzten Teil auch Fragen zu stellen, auch an Sie, wie man das, was abgeht, neben dem vielen Guten, das wir haben, da auch etwas in Bewegung bringen kann, was hilfreich ist für uns Menschen, für die Gesellschaft, vor allem auch für die Jugend. Ein letztes Stichwort noch zu dir, David. Es gibt eine Website, www.gratefulness.org, auf die tausende Menschen weltweit zurückgreifen, die dort alles Mögliche für sich finden, egal welcher Konfession, welcher Religion, welcher Kultur oder Herkunft. Das finde ich sowas von spannend. Und mein größter Wunsch wäre, wenn ich in deinem Alter bin, dass ich auch noch irgendwas initiieren kann, das in der Welt was Positives bewirkt. Durch diese Website ist was unglaublich Positives, ein Netzwerk, lebendig. Gibt es übrigens auch in Deutsch Dankbar Leben. Dankbar Leben. www.dankbarleben.org. ORG, danke. Ja, schauen wir in den Schwindelzettel. Wir haben drei Teile: Biografisches, Begriffliches und Praktisches. Und wir fangen mit dem Biografischen an. Ich stelle mir einfach eine ganz normale Szene vor, die jeder von Ihnen und von euch in irgendeiner Form erlebt hat, entweder selbst oder bei den eigenen Kindern. Der Wecker geht in der Früh, oder es geht eben kein Wecker, sondern ein Kind hört eine Stimme. Aufstehen, Julia, aufstehen, du kommst sonst zu spät in die Schule. Okay. Es rührt sich nichts. Noch einmal, liebevoll mit ein bisschen Nachdruck. Julia steht auf und geht ins Bad. Magst du heute Cornflakes oder Müsli? Cornflakes bitte. Julia schaut sich in den Spiegel. Was sieht sie? Ist das ein Mensch, über den sie sich freut? Wo sie das Gefühl hat, ja, es ist gut, dass es dich gibt. Jetzt komm doch, du kommst sonst zu spät. Beim Frühstück wird Julia gefragt von Papa, von Mama, was passiert heute, was hast du vor? Gerald Hüther schreibt, unsere Würde entsteht ganz, ganz, ganz früh. Und das, was wesentlich ist, das ist das, dass wir gesehen werden, dass wir wahrgenommen werden, dass wir Zugehörigkeit erleben, dass sich jemand freut über uns, dass wir Spielraum haben, uns zu entfalten. Aus deiner Geschichte, Helmut, weiß ich, und du hast voriges Jahr bei uns in der evangelischen Auferstehungskirche deine Biografie vorgestellt, der Stehaufmann, Berlin, Bogota, Salzburg im Unterwegs zu Hause. Und das, was ich da drin gelesen habe, hat mich betroffen gemacht, weil du vieles in deiner Kindheit vermisst hast, was wesentlich eigentlich für eine gesunde Entwicklung eines Menschen ist. Nämlich, dass er spürt, du bist willkommen, ich bin da für dich, ich habe Zeit für dich, ich will dich begleiten. Und deshalb meine Frage an dich: Was hat dir geholfen in diesen Jahren deiner Kindheit, wo du erlebt hast, dass deine Eltern sich diese Zeit nicht nehmen wollen, sondern dich weitergeben an eine Familie, für die sie auch bezahlen und die Familie dich wieder weiterreicht und du wieder weitergereicht wirst und weitergereicht? Was hat dir
in dieser Zeit geholfen, dass du so etwas wie Geborgenheit oder die Möglichkeit, trotzdem Ja zum Leben zu sagen, wie der Viktor Frankl das so schön formuliert, obwohl du gespürt hast, ich bin in Wirklichkeit nicht willkommen, sondern eine Last meinen Eltern. Jetzt bin ich dran. Ja, das Wort Würde hat mich zu sehr mitgenommen, das wusste ich nicht vorher. Indem ich nämlich mir gesagt habe, hat das was mit dir zu tun? Hat das was mit mir zu tun? Dann habe ich festgestellt, das hat natürlich sehr wohl, sehr viel mit mir zu tun. Denn ich meine, dass ich eine würdelose Zeit hinter mich gebracht habe, dass ich würdelose Taten gemacht habe, wie das in 60 Jahren in Kolumbien ja nicht so ganz unüblich ist. Auf der anderen Seite, wenn du das Wort Geborgenheit, dann schüttelt es mich eigentlich. Denn Geborgenheit sehe ich erst, als ich vielleicht 40, 45 Jahre von heute rückwärts in meiner Familie, die sitzt hier gerade vor mir. Und Geborgenheit wusste ich gar nicht, was das ist. Das war sozusagen im Sinne von, da ich nicht wusste, was das ist und da man als 6-Jähriger und 8-Jähriger und 10-Jähriger noch nicht so richtig nachdenkt, da wird man plötzlich ganz schucke, wie man in Deutsch sagt, und weiß gar nicht mehr, wo man da hingehört. Und dann kann man zwei Sachen machen. Man kann entweder zu Grundeis gehen oder man kann sich aufraffen und kann sagen, das mache ich jetzt anders. Dementsprechend habe ich mich organisiert. Organisiert kann man mit 6 Jahren oder 10 Jahren nicht machen. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich habe mir intern gesagt, das kleine Kind in mir hat gesagt, das musst du anders regeln. Und dann habe ich das geregelt. Und ich war immer dabei, dass man mit meiner Mutter mich zur nächsten privaten Kinderlandverschickung. Kinderlandverschickung war ein offizieller Ausdruck. Ich habe eine private Kinderlandverschickung hinter mir. Das ist ein schöner Ausdruck dafür. Und die Geborgenheit, die hat man einfach mal verdrängt. Denn wozu? Und wenn ich einer Familie nicht mehr passte, dann habe ich einen solchen Zirkus gemacht, dass meine Mutter mich wieder abgeholt hat und zur nächsten gebracht hat. Und das war natürlich eine tolle Sache. Ich konnte mir mein eigenes Leben entscheiden. Ich habe gesagt, ich will da nicht mehr. Der Oberpostdirektor in Bremen, Stefan Meyer, weiß ich nur wie heute, der hat gesagt, nee, also mit dir kann man nichts anfangen. Also, dann gehen wir mal woanders hin mit dir. Und das habe ich gesagt, dann Geborgenheit, na, das gibt es ja nicht. Aber noch eine andere Situation darzustellen, das war viele Jahre später, und als ich dann dachte, so jetzt mache ich meine eigene Entscheidung. Die letzte Entscheidung, die meine Mutter getroffen hat, war, dass sie mich nach Kolumbien geschickt hat. Ich wollte nicht nach Kolumbien, ich wollte Dirigent werden. Ich wollte Anwalt werden. Ich wollte Kolumbien, was soll denn das? Ja, da ist ja sein Großvater gewesen. Ach so, ja, da muss man ja wohl dahin. Und ich hatte überhaupt keine Chance. Das war die letzte Entscheidung, die sie getroffen hat. Seit der Zeit, das war ich 18,5 Jahre alt, seit der Zeit habe ich eigene Entscheidungen gemacht mit den entsprechenden Haken und Ösen. Hm. Genügt dir das im Augenblick? Das genügt einmal im Augenblick. Ja. Dem Thema Würde in deiner eigenen Biografie, wenn du an deine Kindheit und Jugend denkst, wo bist du da, David, den Begriff vom... Also, ich bin ungeheuer dankbar, weil alles, was dir in deiner Kindheit nicht geschenkt wurde, mir trotz der schwierigen Umstände, Kriegszeit und so weiter, aber doch geschenkt wurde. Ja, ich bin aufgewachsen zuerst in der großen Depression und also es waren äußerlich immer große Schwierigkeiten, aber ja, mir wurde immer geschenkt das Bewusstsein, ich werde geliebt, ganz gleich, was ich tue. Natürlich wusste ich auch ganz genau, was ich tun darf und was ich nicht tun darf, aber ich wusste auch, dass wenn ich das tue, was ich nicht tun darf, dass ich dann nicht weniger geliebt werde von meinen Eltern. Das war nicht ausgesprochen, das war einfach ein Bewusstsein. Und außerdem
wurde meine Eigenartigkeit, wir waren drei Brüder und wir waren ganz verschieden voneinander. Die Direktorin unserer Schule, wo wir alle drei in die Schule gegangen sind, hat gesagt, sie hat noch nie in ihrem Leben drei Kinder von derselben Familie gesehen, die so verschieden waren voneinander. Aber unsere Verschiedenheit wurde völlig gefördert, würde ich sogar sagen, gefördert. Mit großen Kosten, muss ich auch so dazu sagen, fällt mir gerade ein, ich war sportlich nie besonders gut. Ich habe sehr gern geschwommen und gewandert und alle die sportlichen Sachen, aber so organisierten Sport wie Ballspiele, ich habe mir immer gefürchtet, mich der Ball trifft. Das war für mich überhaupt kein Vergnügen. Aber dann, und das hat meine Mutter bedauert, dass ich nicht ein bisschen so mich mehr für Sport interessiere. Und dann habe ich auf einmal die Idee gehabt, ich möchte Florettfechten lernen. Und meine Mutter, selbstverständlich, beim Losert am Hof habe ich Florett gelernt. Und meine Mutter musste also zusätzlich Nachhilfestunden geben in Englisch, damit wir uns das leisten konnten, war nicht viel Geld da. Aber sie hat uns immer gesagt, was ihr lernt, das hat sie ausdrücklich gesagt, was ihr lernen wollt, das heißt ja, wo ihr euch entwickeln wollt, was ihr lernen wollt, wenn ihr dabei bleibt, dürft ihr es machen. Wir werden das irgendwie das Geld aufbringen. Das heißt, du bist wirklich gefördert worden, als Kind deinen eigenen Neigungen nachzugehen. Absolut, absolut. Zugehörigkeit hast du genauso erlebt. Und diese beiden Bestandteile, die leider dir gefehlt haben in deiner Kindheit, die waren bei mir wirklich gegeben. Und jetzt wundere ich mich natürlich, wie Helmut da durchgekommen ist. Ja. Was war das Entscheidende daran, dass du, was war das trotzdem? Wie übersetzt du das kleine Wort trotzdem in deinem Fall? Darf ich eben ganz schnell was einbringen? Ja, du sollst. Ich war in Caracas, Venezuela, 1957 und war angestellt bei der Daimler-Benz, der dortigen Mercedes-Vertretung, als Kaufmann. Da kam eines Tages der Herr Dr. Arno Vichedil aus von der Daimler-Benz aus Untertürkheim und den hatte ich so angehimmelt, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch werden. Ich möchte gerne Exportdirektor von Daimler-Benz werden. Ich, der kleine Knopf. Und dann habe ich aber Gott sei Dank mit der Zeit gesehen, das hat gar keinen Sinn, denn es war für mich schon wichtig zu überleben, ganz geschweige denn einen solchen Job zu kriegen. Mhm. Also ich hatte erstmal die Notwendigkeit zu überleben. Und in Caracas war ich ganz alleine, aber das ist ein anderes Thema, das kommen wir noch drauf. Man muss nicht mehr wissen, man muss nicht mehr wollen, sein wollen, als man mitgekriegt hat, als man sozusagen pränatal auch in die Wiege gelegt bekommen hat. Natürlich hast du dann versucht, den Kindern das zu geben, was du selber als Kind nicht bekommen hast. Das habe ich aber vorher nicht gewusst, das ist mir erst vor 10, 15 Jahren aufgefallen, nachdem ich das bereits 40 oder 50 Jahre mache. Da habe ich gesagt, man kann natürlich auch Golf spielen, aber man kann sich auch um Kinder kümmern. Da habe ich gesagt, auch nicht Golf spielen, das können andere Leute auch, ich kümmere mich um Kinder, irgendwo unter Kolumbien. So simpel sind manchmal die Sachen. Da möchte ich noch einen Schritt zurückgehen. Zu den Kindern kommen wir dann noch einmal. Ja. Aber du hast als Erwachsener in Kolumbien unterschiedlichste Geschäfte gemacht. Und den Titel, den du deinem Buch gegeben hast, der Stehaufmann, beinhaltet ein Stück weit das Hinfallen, immer wieder. Also das Ausrutschen und Niederlagen verkraften. Jetzt wird es kompliziert. Und gleichzeitig wird es spannend, weil ich habe mir ein Interview angeschaut, auch von Gerald Hüther, der eben ein Buch über Würde geschrieben hat und über dieses Buch seid ihr zu dem Thema gekommen. Ja. Und du hast mir das Buch geschenkt und ich habe mir ein Video auf YouTube angeschaut und der hat die Frage gestellt gekriegt, was würden Sie sagen, Herr Dr. Hüther, was war die Situation, wo Sie wirklich die Würde verletzt haben bei anderen Menschen?
am schlimmsten vielleicht sogar verletzt haben. Und seine Antwort war, mir war es so wichtig, ich bin ja in der DDR aufgewachsen, in den Westen zu kommen. Das war so eine Sehnsucht und so eine starke Kraft, dass mir alles andere zweit-, dritt-, viertrangig war. Und ich habe Frau und Kind zurückgelassen, um diesen meinen Wunsch zu verwirklichen. Die Redakteurin hat nicht weiter nachgefragt, sind Sie jetzt wieder in Kontakt und ist das eh alles gut ausgegangen, nichts von alledem. Aber er ist bei dem Interview zutiefst betroffen, einfach da gesessen. Das heißt, nach wie vor spürt er, dass er da die Würde von zwei ganz wesentlichen und wichtigen Menschen seines Lebens stark verletzt hat. Du hast in unseren Vorgesprächen ja gesagt, dass du natürlich auch immer wieder ja, in dieser Welt und in der Art, wie du leben musstest als Geschäftsmann, auch nicht nur die Würde der anderen ja, auf Händen getragen hast, sondern deine Erfolge sind auch mit dieser ja, Härte, die das Geschäftsleben mit sich bringt, verknüpft. Magst du da was dazu sagen? Du musst das ist ein sehr schwieriges Thema, nicht wahr? Wenn ich Sie fragen würde, was würden Sie sagen? Aber ich bin ja jetzt auch gesehen gefragt. Also, was sagen wir denn da? Geschäfte machen ist eine Sache, wenn man sie groß machen will, dass man durch die Wand geht. Das geht nicht anders. Das ist pur Kapitalismus pur. Und man ist entweder affiliiert dazu oder man ist nicht. Dann kann man ja Künstler werden oder Pfarrer oder Lehrer oder so. Also man will keine so auf keinen Fall Geschäftsmann sein. Aber ich habe nur eine Art und Weise, wie der Stehaufmann ist ja ein Mensch, ist ja eine. Es ist ja hier ein Abenteurer, der durch die Wand geht, so wie mein Großvater vor 120 Jahren in Kolumbien. Den habe ich nachgemacht, oder jedenfalls zum Teil. Und ich muss dabei sagen, Geschäfte machen in Südamerika, große Geschäfte, also Staatsgeschäfte. Eine Zementfabrik haben wir verkauft an den Staat und so weiter. Das macht man nicht ohne weiteres. Das macht man nicht nur mit Liebe und mit Liebenswürdigkeit. Da muss man ab und zu aber wirklich mal den Fuß rein, wie sagt man das auf Deutsch, von der Pata. Also den Fuß hineinpacken, den Fuß da hineinstellen, wo es nicht ist. Und das kann sehr gut würdelos sein. Also würdelose Taten, ich würde mich nicht als würdelos bezeichnen, aber die Taten, die ich gemacht habe, oder einige Taten, die wir sagen, bestimmt würdelos, gar kein Zweifel. Und jetzt muss man sagen, wie bin ich damit umgegangen, habe ich das überhaupt festgestellt? Das stelle ich jetzt fest, nachdem ich 80 bin oder 81, stelle ich fest, wie die Würdelosigkeit. Und daran ist der David ist schuld, der hat das Thema gebracht. Ich muss mich also in den vorigen zwei, drei Monaten musste ich mich mit Würde beschäftigen. Nochmal, da bin ich aber einiges festgestellt. Es hat mir mal vor einem Jahr hat mir jemand gesagt, die haben jetzt ein Buch nach drinnen, nach draußen geschrieben. Jetzt müssen sie ein Buch nach drinnen schreiben. Und zwar das müssen sie reinschreiben, was in dem Buch nicht drinsteht. Was sie Bewusstsein, bewusst oder unbewusst nicht reingeschrieben haben. Da bin ich jetzt seit einem Jahr dabei und ich weiß nicht, wie das weitergeht. Wie geht es Ihnen dabei? Denken Sie mal so drüber nach. Komplizierte Sache. Dass man auch unterscheidet, ich kann ja meine Würde gar nicht verlieren, die habe ich ja geerbt, die habe ich sozusagen, mit der bin ich auf die Welt gekommen. Pränatal und postnatal. Aber ich kann natürlich würdelose Taten tun. Und zwar eine ganze Menge. Auf der einen Seite muss man ab und zu, wenn man würdevolle Taten tun, muss man auch wenn man würdevolle Taten tut, wie zum Beispiel Kinderdörfer organisieren, dann muss man auch ab und zu mal eine würdelose Tat machen. Sonst kommt man nämlich nicht weiter. Das ist eine Philosophie, die ist natürlich subjektiv. Na und? Das ist einmal für den ersten Teil ein gutes Schlusswort, oder? Das kann der David besser. Mhm. Aber wenn man etwas tun will, dann muss man es tun und nicht nur drüber reden. Da muss man sehen, wie der einer gesagt hat, 6 Schritte voraus und 5 geradeaus. Aber in der Gestalt, dass im Laufe der Zeit auch immer noch Schritte auch noch vorwärts gehen und nicht nur rückwärts. Da kann man Pech haben. Musik.
Der Begriff Würde ist ein Begriff, wir haben jetzt uns alle ein bisschen mit der Literatur um diesen Begriff beschäftigt und jeder, der ein Buch darüber geschrieben hat, hat einen anderen Zugang dazu gefunden. Und es gibt natürlich eine Geschichte dieses Begriffs, die weit zurückgeht, und es gibt diesen Begriff auch in der Rechtsgeschichte wieder mit einem ganz anderen Verständnis. Aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass es ähnlich ist wie bei einer Situation auf der Universität. Ich habe evangelische Theologie in Wien studiert und wir haben diskutiert mit deutschen Studenten. Und ich habe irgendwann in der Diskussion den Begriff Heiliger Geist eingebracht, was ja eigentlich naheliegend ist auf einer theologischen Fakultät. Und ein deutscher Studienkollege hat gesagt, na gut, dann können wir die Diskussion abbrechen. Das ist so, wie wenn du den Joker ziehst, erledigt. Also wollen wir jetzt weiter diskutieren oder Ende? So kommt es mir manchmal vor, auch mit dem Begriff Würde. Ja, man kriegt ihn nicht richtig. Und doch weiß man, er ist so wichtig. Und es gibt sie, die Würde. Und ich möchte dich bitten, Bruder David, ein bisschen was zur Begrifflichkeit zu sagen. Also wie du richtig sagst, es ist ein sehr komplexer Bereich, und aber mir hat es geholfen, eine große Klarheit zu finden, auch in allem, was darüber geschrieben wird, indem eigentlich es immer wieder auf zwei Dinge ankommt. Und wir haben sie sogar schon berührt, auf Zugehörigkeit und auf Eigenständigkeit. Also da kann man zum Beispiel, wie Kinder erzogen werden können, damit sie das Bewusstsein ihrer Würde, ihrer menschlichen Würde erlangen. Man muss ihnen das Bewusstsein der Zugehörigkeit, und zwar der unbedingten Zugehörigkeit, also nicht wenn und aber, sondern du gehörst dazu, zunächst in der Familie, du gehörst dazu, und zweitens, du bist ganz was Besonderes und hast ein Recht, ganz besonders zu sein. Und diese beiden Dinge müssen dem Kind geschenkt werden. Und dann der nächste Schritt ist dann, dass das eigentlich auch in der Schule sein sollte. Und alle die wichtigen Schulreformen, um die es jetzt geht, hier in Deutschland und Österreich, Schule im Aufbruch, und in Argentinien auch eine große Schulreform gerade zur Zeit, immer geht es darum, den Kindern Zugehörigkeitsgefühl jetzt zu der Schule und zu den anderen Mitschülern zu geben und zu allen, die in der Schule arbeiten, nicht nur zu den Lehrern natürlich, auch zum Aufräumepersonal und zu Köchen und so weiter. Alles das, wir gehören zusammen, und jede und jeder von uns ist einzigartig und unersetzlich und wird gerade geschätzt, weil er so verschieden ist von den anderen. Das ist aber wirklich eine Frage der Schulreform, denn in der typischen Schule geht es darum, du gehörst dazu, wenn du dich anpasst, also nur wenn du dich anpasst, und es wird dir genau gesagt, was du wissen musst, und wenn du gute Noten kriegst, dann gehörst du dazu, und die Noten und das, der ganze Schulplan ist ja nicht auf diesen oder jenen Studenten zugeschnitten, sondern du musst genau hineinpassen. Und wir wissen aus der Geschichte, dass oft Kinder, die in der Schule völlig Versager waren, dann Genies waren und der Menschheit viel geschenkt haben. Aber leider in der Schule ist es typisch heutzutage, du gehörst dazu, wenn du diese Bedingungen erfüllst. Dann hoffentlich
Später im Leben findet man wieder einen Partner, bildet, formt wieder eine Familie, wo diese Zugehörigkeit und die Würdigung des Einzelnen, der Verschiedenheit wieder da ist. Und wenn man das auch nicht findet, kann jeder Mensch doch, sicher sehr schwierig, aber doch dazu finden, ich gehöre zum Ganzen der Welt an. Oder wenn es religiös ausgedrückt wird, ich bin Kind Gottes. Wir sind alle Kinder Gottes, wie eine große Familie. Ich bin Kind Gottes, oder ich gehöre diesem großen Kosmos an und habe meine eigene Rolle hier zu spielen, die kein anderer Mensch genauso spielen kann. Unsere Verschiedenheiten sind ja unglaublich groß, wenn man mal beginnt, darüber nachzudenken. Unglaublich, unglaublich. Und auch wenn es sich nur um was Kleines handelt. Und wenn diese beiden zusammenkommen, unhinterfragte Zugehörigkeit, fraglose Zugehörigkeit und Würdigung der Eigenart, dann kann jemand seine Würde leben. Und das gilt also für die Erziehung der Kinder, das gilt für die Würdigung anderer, nicht wahr? Wenn man selber Würde hat, irgendwie fühlt sich das so an, als ob man fest steht, nicht wahr? Man steht fest, man ist irgendwie gesichert in Würde, es gibt einem eine Sicherheit. Wenn man die hat, kann man auch andere würdigen und andere würdig behandeln. Das heißt, man, wie immer die verschiedenen Situationen sind, aber man gibt ihnen immer das Gefühl, wir gehören zusammen, nicht? Du bist ganz anders, wir gehören zusammen, wir haben gemeinsame Interessen, alle Menschen haben gemeinsame Interessen, irgendwie tief da, ganz tief irgendwo. Und ich erkenne dich in deiner Andersartigkeit an. Ich weiß das zu würdigen, nicht Gleichmacherei und so weiter. Und das ist halt leider in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Und es ist in unserer Lebenszeit verloren gegangen. Ich glaube, das wirst du auch bestätigen können. Du warst dabei, ja. Die Mensch, der Begriff, die Voraussetzung, also vor, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, aber sagen wir zumindest in meiner Kindheit, es war schon noch viel später, aber zumindest in meiner Kindheit, wenn jemand gegen Menschenwürde verstoßen hat, also sich unwürdig oder benommen hat, dann war die ganze die Gesellschaft, das war ein Dorn im Auge. Die Gesellschaft hat Menschenwürde als einen großen Wert angesehen. Und heute fragt man sich, nein, es wird nicht mehr als großen Wert angesehen. Steht vielleicht noch in Gesetzbüchern oder so, irgendwo, wie du zitiert hast. Aber man will ganz allein sein, das ist das Ideal, nicht der Einzelgänger, nicht der dazugehört und aus Zugehörigkeitsgefühl handelt, sondern der Einzelgänger. Und der Einzelgänger, der seine Einzigartigkeit auf Kosten der anderen auslebt. Darf ich was dazwischen fragen? Wenn ich noch einen Schritt wieder zurückgehe und du sagst, es ist so wesentlich, auch in den Schulen für junge Menschen zu spüren, dass sie dazugehören, bis hin zum Reinigungspersonal und zum Schulwart. Gerade gestern habe ich eine Szene am Rheinberg erlebt, dass einfach der Schulwart in Kontakt ist auf Augenhöhe mit den Schülern. Umgekehrt, der Erwachsene könnte über ihnen stehen, umgekehrt könnten die Schüler sagen, das ist nur der Schulwart, mit dem rede ich nicht, schon gar nicht im akademischen Gymnasium. Das ist schön. Und Sie kriegen auch mit, dass eine Dame aus dem Reinigungspersonal an Krebs erkrankt ist. Die will aber trotzdem arbeiten, sobald die Chemo vorbei ist. Und Sie kommen und reden. Das ist schön. Da spürt man, da ist jemand wertgeschätzt. Da wird nachgefragt. Ich frage mich aber jetzt, aber braucht man das nicht
viel stärker noch spürbar. Nicht nur also fast körperlich. Ja? Weil die Zugehörigkeit, die heute junge Menschen ausdrücken, ist meistens mit einem Klick oder mit einem Wisch am Handy oder am PC, mit Likes oder mit einfach irgendwelchen Signalen, ja, ich habe gelesen, ich habe wahrgenommen. Ich möchte das auch positiv sehen, dass diese Vernetzung, wenn jemand irgendwas zeigt von sich und es wahrgenommen wird, dass das auch gut tut. Aber ich glaube, dass diese Wärme, Stichwort auch Geborgenheit, das hat was mit Spüren zu tun, ja, dass das etwas ist, was man wieder ganz neu entwickeln könnte, und junge Menschen sind sehr offen dafür, man sieht es in den Ritualen der Begrüßung, ja, zack, 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 hin und her, gibt es in den unterschiedlichen Gruppen Begrüßungsrituale, die mit Körperkontakt zu tun haben, wo sie sich auch einander bis zu den Schultern herziehen oder zumindest noch, ja, und dann geht einfach, gehen die Mundwinkel nach oben, ja, man geht wieder auseinander. Und solche Biotope, sage ich mal, der gegenseitigen Wertschätzung und dann einer neuerlichen, das Verlieren von Ängsten vor Berührung oder auch vor Ehrlichkeit oder vor Nähe oder sich so zeigen, wie man wirklich ist. Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Und jetzt darf ich dich fragen, Helmut, du bist Mitbegründer der Waldorfschule. Und wenn heute Eltern sich fragen, möchte ich mein Kind in eine staatliche Schule geben, wo eben genau das passiert, dass über den Kamm geschert werden, Individualität so nicht zeigen können, ausleben können, ja, dann ist man im Bereich der Privatschulen, die das doch stützen und fördern. Und die Waldorfschule ist eine davon. Mit der Schattenseite und dem Nachteil, dass sich viele nicht leisten können, weil es eben eine Privatschule ist, die wenig staatliche Förderung hat und die Beiträge dadurch hoch sind. Ja, lassen wir mal die Finanzierung außen. Ja. Denn das ist ein kompliziertes Thema zwischen Schweiz, Deutschland und Österreich, ist das ganz unterschiedlich. Ja. Aber was ich ausdrücken will, bei Waldorfs nehmen wir das Kind als ein Ganzer, als eine seelisch-geistige Intelligie wahr. Wir nehmen das Kind wahr und nicht, wir haben nicht 35 Kinder, sondern wir haben 35 Schicksale. Das ist auf die ganz Schnelle gesagt. Aber ich wollte gerne noch etwas zu der anderen Frage davor sagen. Ich bin in dieser Tage auf die Idee gekommen, dass man, ich bin als Kaufmann und als gewünschter Sozialarbeiter in Kolumbien zum Beispiel oder auch hier, bin ich immer davon ausgegangen, dass ich muss was Praktisches in die Hand kriegen. Und da ist mir was Praktisches eingefallen. Ich habe nämlich gesagt, die Würde ist die Kombination, ist das Treffen der geistigen Welt in mir. Ja? Was soll denn das? Ich muss irgendeine Beziehung dazu aufbauen. Ja? Und das ist für mich eine ganz wichtige Sache, dass ich damit täglich was anfangen kann. In Wolkenkuckucksheime gibt es genug. Also nochmal das andere. Das höhere Ich, das würde man bei Waldorf auch so sagen, das höhere Ich hat eine Beziehung zu der geistigen Welt. Und diese geistige Welt, die wird dann durch die Würde vertreten in mir. Und dieses, wirst du wissen gerade, das ist jetzt ein bisschen abenteuerlich gesagt, wirst du wissen gerade, ist das ein Kontrollorgan. Also im positiven Sinn des Wortes. Ein Liebesorgan. Ein Organ der Liebe. Denn Würde kann man sich ja nicht als negativ vorstellen. Hm. Was kannst du damit anfangen? Nee, nee. Genau, das wäre die Frage. Ja. Was mir dabei eingefallen ist, ist, dass zu der Eigenständigkeit, die ja heute doch schon betont wird, ja, meine Eigenständigkeit, gehört als Gegengewicht die Zugehörigkeit dazu, das muss eben gegenseitig ausgewogen sein, und auch das Bewusstsein, dass ich meinen Teil tue. Ich habe eine Begabung und ich schulde der Gesellschaft, dass ich, was immer meine Aufgabe ist, so gut wie möglich tue. Das scheint mir so. Und daran sieht man den Verlust dieses Wertes der Menschenwürde in der Gesellschaft, dass man noch vor nicht allzu langer Zeit sicher sein konnte, wenn man zum Beispiel einen Mechaniker gebraucht hat oder einen Installateur im Haus oder einen Elektriker oder so, dass man sich verlassen konnte, dass die es wirklich so gut wie möglich machen. Und ich fürchte, man kann das nicht mehr heutzutage.
Es ist nicht mehr das Ideal, es ist nicht mehr einfach erwartet. Und ein Installateur hätte sich geschämt, nicht sein Bestes zu geben, wenn er irgendwo hinkommt. Und man hat das unverschämt genannt, wenn jemand das nicht gemacht hat. Scham und Unverschämtheit, das gehört auch sehr zu dieser Würde dazu. Sie wird behütet, die Würde eines Menschen, das Bewusstsein seiner Würde, zeigt sich darin, dass man sich schämen würde, etwas unwürdig zu tun. Das ist nie unter meiner Würde, das würde ich nicht tun. Das heißt, dieses Gefühl des Gewissens in uns ist auch ein Gradmesser für was ist würdig und unwürdig. Ja. Mir selbst gegenüber oder auch anderen gegenüber. Jetzt ganz eine andere Frage. Ja, Moment. Ja? Das Wort Geborgenheit möchte ich nochmal anderweitig benutzen. Und zwar, die Würde könnte eine Art der Geborgenheit gegenüber der Gesellschaft sein oder gegenüber der geistigen Welt. Das Wort geborgen, ich fühle mich geborgen, indem ich mit meiner Würde würdevoll umgehe. Ja. Das ist ein anderer Typ von Geborgenheit. Und da ist es auch nicht wichtig, ob ich mit dieser Maschine habe oder nicht. Das kann trotzdem funktionieren. Funktionieren sagt man nicht. Das kann trotzdem sein. Vor kurzem fragt mir jemand, kann man bei dem Wort Würde nicht auch, jetzt das war ein gläubiger Mensch, eine Christin, den Begriff Heiliger Geist einsetzen und sagen, jeder Mensch, egal seiner Herkunft, seiner Hautfarbe, seines religiösen Hintergrunds, hat den Heiligen Geist. Anders gesprochen, das Göttliche in sich, das göttliche Ja in sich. Klar. Und meine Frage jetzt an euch beide, abschließend zu diesem Teil begrifflich, wäre, wo erlebt ihr eure eigene Würde am stärksten? Kann man das wirklich so festmachen, auch an einem Gefühl oder an einem inneren Zustand? Also wir reden ja oft auch von unrund sein. Und ja, man kann auch rund sein. Meditation hat das Ziel, die eigene Mitte zu finden, ja, dass man mit sich in Einklang kommt, dass das Pendel einfach einmal nicht mehr schlägt, sondern man ganz in Frieden kommt und aus dem Frieden wieder neu in den Alltag startet, gestärkt und eins mit sich selbst, auch zufrieden, ja, mit sich und dem Leben und der Welt. Habt ihr Methoden? Ich weiß es nicht, für dich jetzt, gerade in den Höhen und Tiefen deiner Kindheit und Jugend, und du sagst, Geborgenheit habe ich erst erlebt nach 40. Hast du damals etwas gefunden und entwickelt, was dir immer wieder geholfen hat, ein kleines Ritual? Die Frage geht an beide, vielleicht fange ich bei dir an. Das kann ich so ohne weiteres nicht beantworten, aber ich würde nochmal sagen, ich lasse das Wort heilig mal weg, ich spreche mal vom Geist. Ja? Ja, das darf ich vielleicht. Also das Geistige, wenn ich mir das Geistige in mir bewusst werde, dann ist das ein Glücksgefühl. Das ist sozusagen ein Akt der Liebe, wenn man das so sagen darf. Das ist natürlich ganz hoch aufgesetzt. Aber das Geistige ist, wenn ich mir bewusst werde, dass ich ein geistiges Wesen bin, das ist doch eine spitze Sache. Ja? Und dann kann man sagen, ja, dann spielt die Würde damit hinein. Spürst du dann auch Zugehörigkeit in weiter? Der macht es wirklich kompliziert, der Mensch hier. Jein, das kommt sehr auf die Menschen an, mit denen, in welchem Verhältnis du den entsprechenden Menschen siehst. Ja. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich mit Kindern nichts anfangen konnte. Jetzt ist es, ich habe ja natürlich auch alte Kinder. Einer sitzt da gerade vor mir. Das sind aber trotzdem noch Situationen, wo bei mir das kleine Kind neu angefacht wird. Und das kleine Kind in mir, das möchte natürlich würdevoll, dass ich die Sachen würdevoll mache. Sozusagen auch eine Art von Würde-Situation. Das ist schön. Das Stichwort, das Kind in mir, das kleine Kind, ist was Wunderbares. Weil ich verstehe noch nicht viel davon. Aber gerade wenn du das sagst, weil mit deiner Geschichte, das kleine Kind in sich zu lieben, hast du den kleinen Helmut zu lieben, der ganz viel entbehrt hat.
Das heißt, das ist schon eine Antwort auf meine Frage. Ja? Passt sie dir? Ja, danke. David. Aber der David, der kann das besser beantworten. Die Zugehörigkeit erlebe ich eigentlich am tiefsten in zwei Situationen. Einerseits zum Beispiel beim Chorgebet, das gemeinsame Singen und die Gemeinsamkeit im Kloster, und in der Natur. Ich glaube, dass viele Menschen, die ihre Religiosität gerade in der Natur ausleben, eben dort dieses Zugehörigkeitsgefühl haben. Wir werden dort empfangen, wir gehören wirklich dazu. Und meine Eigenständigkeit, also den anderen Teil, den erlebe ich eigentlich am meisten eben, was ich schon gesagt habe, ich will meinen Teil so gut wie möglich machen. Und wenn ich, also in meinem Fall ist es zum Beispiel meistens beim Schreiben, ich möchte das wirklich so gut wie möglich machen. Oder beim Geschirr abwaschen auch. So gut wie möglich. Alles, was ich tue, so gut wie möglich machen. Also das kann auch ein bisschen eine Art Besessenheit, da muss man sich hüten, aber so gut wie möglich. Und dann kommt natürlich in meinem Alter dazu, das würdige Sterben, die Frage vom würdigen Sterben. Und das hängt nicht so sehr von einem selber ab, sondern da muss man halt hoffen, dass man nicht eine Nummer wird oder ein Fall oder so. Ich muss ehrlich sagen, davor habe ich eigentlich Angst. Aber ich will mich nicht fürchten. Brauchst du nicht, brauchst keine Angst. Wenn es so sein muss, also das stelle ich mir dann auch so vor, also ich bin irgendwo in einem Spital, kann nicht mal mehr reden, kann nicht mehr was sagen und werde das so als Ding behandelt und so weiter, würde ich das versuchen anzunehmen als darin meine Zugehörigkeit zu allen anderen, die in einer solchen Lage sind, zu erkennen. Weil es sind ja hunderttausende Menschen, die in dieser schwierigen Situation sind. Und vielleicht ist es ein bisschen oberflächlich zu sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid, aber es gehört schon im Leiden dazu, sich immer daran zu erinnern, wie viele andere eben dasselbe erleiden. Aber und ich bemühe mich, wenn ich Menschen sehe, die mir so ganz fremd sind, in ihnen auch, also zunächst einmal unsere Zugehörigkeit, wir sind alle Menschenkinder, sind alle Gotteskinder, und ganz verschieden in unserer Verschiedenheit, aber wir gehören zusammen. Bettler, die am Rand sitzen, so, oder auch manchmal ist es noch viel einfacher, sich wirklich eins zu fühlen mit dem Bettler, der da bei der Felsenreitschule sitzt oder so, als mit den Politikern, die man auf der Leinwand sieht. Aber ich habe vor ein paar Tagen geträumt, dass ich bei Trump zu Hause war. Ich war sein Hausgast und er war ganz nett. Und in meinem Traum ist mir das gar nicht aufgefallen, wie sonderbar das war. Ja. 1959, das heißt, der zweite Teil, das war eine gute, schräge Schlussgeschichte für diesen Teil. Und ich darf wieder bitten um Musik.
wunderbar, dieses Aufgewühltsein der Musik und dann wieder die Ruhe der Musik sind symbolisch ein bisschen das, was uns auch im dritten Teil wichtig ist. Es scheint manchmal so, als sei die Welt in Ordnung, wenn man gerade mit sich zufrieden ist und der Tag gut war und wenn man nicht zu sehr in die Medien schaut oder im Internet forscht. Aber dann auf einmal raschelt es wieder daher und wir sehen, weil wir einfach vernetzt sind rund um diesen Globus, was alles im Argen liegt und wie schlimm es ist. Und gleichzeitig wissen wir wieder, die Welt retten können wir nicht, ja, und kommen wieder zurück zu uns. Und in diesem dritten Teil wollen wir ganz praktisch fragen, also wir haben auch die Köpfe noch einmal kurz vorher zusammengesteckt und da ist mir deutlich von beiden, von Helmut und von David, einfach spürbar geworden. Wir wollen in diesem dritten Teil auch deutlich machen, wie wichtig es ist, dass wir jetzt nicht nur zufrieden rausgehen und einen schönen Abend erlebt haben, sondern dass wir wissen, wir haben eine Verantwortung. Und die Verantwortung beginnt beim Weckruf der Tochter. Julia! Und sie geht weiter bei den Kindern aus der Nachbarwohnung. Und sie geht weiter in den Schulen, wo ich zum Teil auch aktiv bin. Und sie geht weiter in den Begegnungen beim Biller, beim Spar, wo immer. Und es muss sich nicht jeder engagieren und das Gefühl haben, ich muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nicht initiativ wäre. Aber wir wollen in diesem dritten Teil einfach Sie und euch einladen, mitzudenken, auch für die Fragerunde danach, was man denn tun kann. Das Wertvolle, was jeder von uns, was wir drei in unserem Leben schon erkannt haben und das mit Würde verbunden ist, also auch mit was ist richtig und was ist falsch, was ist hilfreich und was tut gut, was heilt, was verbindet, dass wir ja, über das dann in diesem letzten Teil auch ins Gespräch kommen. Ganz praktisch möchte ich dich als erstes fragen, Helmut. Du hast unglaublich, also wieder zurück, einen Schritt in deine Kindheit. Das, was du vermisst hast, hast du in den Kindern, wo du Initiativen gesetzt hast, in Kolumbien, direkt, indirekt oder auch in dritter, vierter sozusagen Bewegung wieder initiiert, nämlich dass sie Würde empfangen, dass sie Zugehörigkeit erleben, dass sie in ihrer Individualität gesehen werden, dass sie gefördert werden an ihren Begabungen, so wie der David das erlebt hat, er hat fechten dürfen. Ja? Also, und wenn ich an das Projekt, das wir zum Schluss auch vorstellen, aus Bogotá denke, dann passiert es dort auch. Meine Frage an dich ist, was können wir heute tun, um die eigene Würde zu stärken? Aber auch die Würde eben anderer, aber im Speziellen bei den jungen Menschen. Und ja, mal ganz schöne Fragen, was? Ui. Also eine Situation ist natürlich, ich kann erst mal schauen, wer bin ich eigentlich? Was hat die Würde mit mir zu tun? Und das versuche ich gerade. So im Sinne von, ich schaue mal nach, was in vorhin 50 oder 60 Jahren ich für Würdeloses gemacht habe. Und wie ich damit umgegangen bin und wie ich das heute sehen würde, würde ich möglicherweise anders sehen. Und zwar erst seit relativ kurzer Zeit. Ich bin ein Spätentwickler in Bezug auf diese Situation. Was kann man so, was kann sonst der Mensch machen? Er kann schauen, wie es anderen Menschen geht, um zu sehen. Und zwar kann man das in der Nachbarschaft, das kann man in Freilassing und das kann man in Berlin und das kann man natürlich dementsprechend auch in Bogotá sehen. Ja, das kommt jetzt nicht auf Bogotá an, sondern es kommt auf die Tatsache an, dass ich etwas tue, was in dem würdevollen, in dem Würdezusammenhang passt, was sozusagen mit mir mit verabredet ist, mit mir selber. Vielleicht ist das ein blöder Ausdruck, aber ich habe es jetzt gebracht. Ich verabrede etwas mit mir selber und das mache ich dann, wenn ich die Möglichkeiten dazu habe. Und ich möchte nochmal sagen, ich bin in keiner Weise irgendwas Besonderes. Ich finde, dass selbst was ich gemacht habe, habe ich automatisch, bisschen automatisch, aus dem Stegreif gemacht, da habe ich nicht drüber nachgedacht.
mit der deutsch-kolumbianischen Sozialhilfegesellschaft Scalas angefangen bin, vor vielleicht 50 Jahren, mehr als 50, 60, knapp 60 Jahren. Das Kinderdorf ist jetzt 50 Jahre alt nächste Woche. Ich bin übermorgen in Bogotá und da haben wir, am nächsten Wochenende haben wir die 50-Jahr-Feier. Da erinnere ich mich natürlich dran, was war denn im September 1968? Oh, ist das lange her, das ist ja 150 Jahre her. Nicht, ja? Zwei Monate später haben die Beatles das weiße Album veröffentlicht. Da bin ich aber nicht schuldig dran. Also, man kann etwas tun, auch wenn man es noch nicht genau weiß, warum man das tut. Und ich hatte das große Glück, dass ich an für sich ein Kaufmann bin. Ich habe eine Kaufmannsseele, jedenfalls ein Teil davon. Und das hat manchmal sehr gut funktioniert und manchmal überhaupt nicht. Deswegen gibt es auch die Auf- und Abfahrten, die Sie in dem Buch sehen. Die sind manchmal unglaublich oder gefährlich. Sind auch ein Machen de la Ley, wie man in Spanisch sagt. Das heißt, sind also an der Grenze von dem Legalen. Das ist aber Kolumbien, das ist Südamerika, das bin ich. Und dementsprechend hat es natürlich auch einen Sinn zu sagen, pass mal auf, wie es jetzt weitergeht mit dir. Aber ich wollte noch was sagen. Mir fehlt jetzt ein Wort. Okay, das müssen Sie hören. Ich bin nichts Besonderes, sondern ich habe Geld verdient und habe das Geld wohin gesteckt. Ich habe keine Autos gekauft, keine Golfclub. Ich habe Kinder unterrichtet, Kinder gesagt. Das war für mich so etwas Logisches. In keiner Weise irgendwas Besonderes. Das ist für mich auch heute nichts Besonderes. Aber wenn ich natürlich die Kinder sehe, dann sehe ich die Würde in ihnen. Andere sehen, dass es was Besonderes ist, sonst hättest du nicht das Bundesverdienstkreuz. Ja, da weiß ich nicht, wie ich dazu gekommen bin. Voriges Jahr bekommen. Es waren vielleicht ein paar nette Menschen, die haben das mit in Szene gesetzt. Ja. Das klingt gut, nicht wahr? Bundesverdienstkreuz. Ich habe das immer Bundesverkehrskreuz genannt. Oder gibt es noch einen anderen Ausdruck, der noch schlimmer ist? Aber es ist ja, wissen Sie, wofür ich das haben möchte? Ich möchte jetzt eine Fanpage in Facebook oder ein Instagram oder wie das Zeug heißt. Wie heißt das Ding? Eine Fanpage, und da muss das drauf sein. Denn die Leute, die da sagen, oh, wenn der Gründer dann Bundesverkehrskreuz hat, Bundesverdienstkreuz hat, dann muss das ja eine tolle Organisation sein. Mhm. Stimmt natürlich überhaupt nicht, aber das macht ja nichts. Es kommt dann hoffentlich Geld rein. Aber ich kann damit dann für sich nicht so sehr viel anfangen. Ich warte aber auf das kolumbianische Bundesverdienstkreuz, weil das dann innerhalb Kolumbiens noch mehr wert ist. Man muss doch was draus machen mit diesen Instrumenten, die moderne Gesellschaft bietet, muss man was draus machen. War das schon genug? Danke. Vorerst. Vorerst. David, die eigene Würde stärken, also jetzt ein Blick auf all die wir da sind. Was hilft, dass wir uns unserer eigenen Würde mehr bewusst werden? Und wie können wir die Würde anderer stärken, aber vor allem bei Jugendlichen und Kindern? Mir scheint, dass wir unsere eigene Würde am meisten stärken, indem wir die Würde andere würdigen. Weil es ist ja eine Beziehungsangelegenheit. Und das Gegenteil davon, ist ganz interessant, ist heutzutage das Mobbing. Ich weiß nicht, hier ist es anscheinend Gott sei Dank noch nicht so, zumindest das Wort ist noch nicht so bekannt, aber in Amerika ist es eine Epidemie in den Schulen, also es führt zu Selbstmord von Studenten. Es geht darum, dass ein Student ausgesondert wird und die anderen, die Mobbers, ihr oder ihm sagen, also du bist immer schlecht angezogen oder du bist hässlich oder irgendetwas, was deine Eigenart ausmacht, wird als schlecht angesehen, wieder die beiden Punkte, und du gehörst nicht zu uns dazu. Und das treibt, und das ist nicht nur in Schulen, sondern auch auf den Arbeitsplätzen, dass dann irgendjemand ausgesondert wird und alle anderen gehören zusammen, so scheint es, und die eine wird da ausgestoßen und so.
da, das ist eine, und manchmal ist es auch nur in, nicht so in ganz grober Form, sondern nur, dass da halt irgendjemand ist, über den alle Leute immer, an dem alle immer was auszusetzen haben. Wenn man sich so jemand, wenn man so jemanden kennt und dann sich ausdrücklich bemüht, denen ihre Würde dazu zu geben, zurückzugeben, dadurch, dass man also irgendwie, wir gehören zusammen, das Gefühl ein bisschen, und du hast da ganz was Besonderes, du bist ganz besonders in irgendeiner Weise. Wenn einem das gelingt, dann hat man wirklich diesen Erdrutsch des Verlustes der Menschenwürde ein bisschen aufgehalten. Ja. Und ich glaube, dazu hat jeder irgendwann und irgendwo mal Gelegenheit. Das ist im kleinen Kreis. Ja. Also das Mobbing ist inzwischen schon drüber geschwappt nach Europa und auch zu Österreich. An unseren Schulen haben wir regelmäßig Konferenzen und Diskussionen zu dem Thema. Und mein Lehrpfarrer in Wien vor vielen Jahren, vor über 20 Jahren, hat damals eine Plattform Mobbing-Opfer auch schon gegründet und hat mit 3 Leuten begonnen. Das war innerhalb von wenigen Wochen sozusagen, war die Gruppengröße erreicht und er hätte sofort eine zweite, dritte aufmachen können. Und das war so ein Kreis, wo man einfach Hilfe finden kann als Opfer, gleichzeitig aber auch die eigene Würde stärken, auch vom Spirituellen her. Also das ist wertvoll gewesen, die Arbeit. Bitte noch einen Satz, ich habe immer noch Sätze dazu, schrecklich. Ja. Bei mir hat es mal geklingelt in Bezug auf die Tatsache der Würde in folgendem Zusammenhang. Einer unserer Buben in Bogota, in unserem Projekt, das sind Binnenflüchtlinge, also Opfer als Binnenflüchtlinge vor der Guerilla. Der hat zu mir gesagt vor 2 Jahren, weißt du, diese ganze Waldorf-Zirkus, den ihr da macht, das ist okay. Aber was wirklich okay ist, ich habe bei euch gelernt, dass ich nicht mehr noch Menschen umbringen muss, um selber zu leben. Da habe ich gesagt, das war eine spitze Sache. Nicht, der hat was kapiert. Da habe ich gesagt, wie viele Menschen hast du schon umgebracht? Das sage ich dir nicht, da musst du die Dame da hinten fragen. Aber ich habe es dann, es waren 2 oder 3 oder 4 oder 5, aber es spielt gar keine Rolle. Das Numerische ist gar nicht wichtig, sondern er hat einfach kapiert, dass er nicht böse sein muss, dass er sozusagen nicht böse sein muss, um selber zu überleben. Das fand ich eine spitze Sache. Also spitze Sache sagt man nicht in so einer vornehmen Versammlung, aber jetzt habe ich es gesagt. So wie die Kinder sagen, cool und spitze, und das ist also Knorke. Nicht wahr? Pardon. Ich denke gerade einfach, wie jetzt meine Wurzeln sind ja eben auch die Theologie und letztlich auch das Evangelium und die Bibel. Aber mit welchen Leuten hat Jesus sich umgeben? Das waren schon Verrückte, also zum Teil auch sehr schräge Vögel, Ausgegrenzte, Mobbingopfer. Und bin ich heute einfach den Straßenzeitungsverkäufer von Billa einlaut, weil ihm schon kalt ist, dass er am Nachmittag vorbeischaut auf einen Tee, dann runzeln die Nachbarn die Stirn. Das taugt ihnen nicht, das wollen sie nicht. Der geht da auch über einen allgemeinen Grund sozusagen bis zu uns. Das tut weh. Ja? Wir sind keine Gesellschaft des Willkommens, ja? Von Flüchtlingen, und wir sind keine Gesellschaft, die mit denen, denen es wirklich, also denen, die wirklich Schwierigkeiten haben im Leben, das sehen wir nicht gern, wir schauen gerne weg. Das, was wir aber, glaube ich, tun können, ist unserem, es klingt kitschig, aber dem eigenen Herzen folgen. Ja, und wo wird das Herz weich und wo wird es sozusagen bereit und offen, die Menschen, die eben ausgegrenzt werden, also wahrzunehmen erstens und dann Schritt auf sie zuzugehen und ja, nur Beziehung zu beginnen, ohne irgendwas Großes. Ich glaube, das kommt eben aus dem Spirit, also da sind die spirituellen Traditionen eine große Hilfe. Ob jetzt Menschen meditieren, ob sie im Spazieren beten, ob sie religiöse Texte lesen oder sonstige Rituale haben, am Berg, in der Natur, einfach
du hast es Geist genannt und hast das Heilige weggestrichen. Ja, aber Kontakt aufnehmen mit nicht. Diesem Geist, Heiliger Geist klingt sofort nach Kirche. Wir wollen eh nicht von Kirche reden, sondern wir wollen von Spiritualität, von gesunder, gesundmachender Spiritualität sprechen. Und ich glaube, also ganz persönlich bei mir ist es so, wenn ich unrund bin, ja, und eckig und borstig, meine Kinder merken sofort, meine Frau natürlich auch, auch meine Schüler und alle, mit denen ich in Kontakt bin, aber in dem Moment, wo ich wieder Zeit finde, im Spazieren in der Natur zu beten und still zu werden und wirklich leer zu werden, dann habe ich das Gefühl, jetzt kriege ich gerade wieder Würde. Ja, und mit diesem aufgefüllten Würdegefühl lebt sich's wieder besser. Dann geht es eine Zeit lang wieder gut, bis ich wieder borstig, kantig, krantig und sonst was werde, aus was für Gründen auch immer. Und diese Bewegung aber ist für mich so eine wichtige, deswegen passt das so gut zur Musik. Ja. Aufgewühlt sein gehört ja auch zu unserem Leben. Wir können da nicht Heilige werden, ja, auf dieser Welt. Wir und leben. Wie sagt der Beuys, der hat gesagt, die Mysterien finden auf dem Hauptbahnhof statt. Ja, genau. Das ist eine spitze Sache. Ja, wir leben noch in dieser Welt. Es ist schön, dass du so betonst, dass das die Religion und besonders auch für uns das Christentum unsere Würde stärkt. Und es ist schon auch wahr, wenn es gut geht. Aber man muss leider auch sagen, dass vielen Menschen da geschadet worden ist, dass ihre Würde irgendwie heruntergedrückt wurde, gerade im religiösen Kontext. Heute finden sehr viele katholische Christen sind da sehr sensitiv dafür, erst einmal, also sie führen das schon. Und in der Liturgie heißt es dann vor der Kommunion, o Herr, beten alle gemeinsam, o Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Und also wir haben immer wieder Leute, die sagen, ja, das will ich nicht. Da muss man dazu denken, es ist ja schwierig. Heutzutage würde ich das auslassen und was anderes einsetzen, aber wenn es schon da ist, muss man sich dazu denken, du aber machst mich würdig. Und in der Heidenmesse ist das ja auch, Herr, ich bin, du aber machst mich würdig. Aber sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Das ist der wichtige Punkt. Ja, ja. Wie macht die Seele das, dass sie gesund wird? Nein, das Wort ist eben, du gehörst dazu. Es ist gar kein Wort, es ist die Geste des Vaters, der schon den verlorenen Sohn von Weitem sieht und einfach in die Arme schließt. Nicht? Und in dem Bild, das Rembrandt gemalt hat vom verlorenen Sohn, steht der Vater so da und ein Amt in, und eine Hand ist männlich und die andere Hand ist weiblich. Auch ganz deutlich. In St. Petersburg ist die in der Hermitage, dieses Bild. Also und das muss man halt, das gibt uns letztlich die Würde. Und da gehört schon etwas dazu, dass man eben sieht, auch die Würde ist mir geschenkt. Das ist das Schöne. Aber man würdigt es mehr, wenn es einem geschenkt wird. Wenn man sieht, es ist Geschenk. Aber ob man da jetzt sagt, es ist Geschenk Gottes oder es ist Geschenk des großen Geheimnisses der Natur, dass ich dazugehören darf zu dem Ganzen. Aber es als Geschenk anzusehen, ist schon auch sehr hilfreich. Und dann wird man wieder bereit, es anderen zu schenken. In dem dritten Teil habe ich die Zeit übersehen. Wir haben 7 Minuten überzogen. Aber vielen Dank einmal, erstens, an euch beide. Und jetzt gebe ich einfach auch die Fragen sozusagen weiter ins Publikum. Und es gibt 2 Mikrofone, die Viktoria und der Johannes stehen schon bereit. Wer Fragen hat, zeigt bitte auf, wartet, bis die Viktoria oder der Johannes zu ihm oder zu ihr kommt und bitte deutlich vorne, also der Techniker hat gesagt, nicht so das Mikrofon halten, sondern so reinsprechen. Es müssen keine Fragen kommen, aber es dürfen. Können auch Statements kommen. Auch Statements, ja.
Ja, es ist keine Frage, sondern ein kleiner Beitrag, der mir gekommen ist, so wie es um die Begrifflichkeit schon gegangen ist. Und zwar habe ich einmal einen jüdischen Rabbi erlebt aus Amerika. Du kennst den Bruder David, den Rabbi Shlomo Kalibach. Den Rabbi Shlomo Kalibach, den haben wir da in Salzburg einmal gehabt. Und es hat mich schon irritiert, als er geschrieben hat, er möchte Begleitung, er möchte Gitarre spielen. Bei einem Vortrag im Kapitelsaal möchte er Gitarre spielen und da soll ihn doch jemand begleiten dabei. Und als er reinkam und ich ihn begrüßen wollte, ist er in die letzte Reihe gegangen und hat begonnen, die Leute zu umarmen und zu küssen. Und ich war total überrascht in einer Veranstaltung, wo es immer Vorträge sonst gegeben hat. Die Leute haben sich geradezu angestellt, sodass ich sagen musste, in der Pause können sie dann von ihm geküsst werden. Wir müssen jetzt beginnen. Da habe ich gemerkt, was für ein Bedürfnis da ist, als einzigartig empfunden zu werden und die Zugehörigkeit zu erfahren. Und Rabbi Shlomo Kalibach hat dann auch noch erzählt, er geht in amerikanische Gefängnisse und da hat er einmal einen Gefangenen dort, einen Mörder, der lebenslänglich dort gesessen ist, umarmt und der hat ihn nicht mehr losgelassen und gesagt, Sie sind der erste Mann, der mich umarmt, der erste Mensch, der mich umarmt. Also da habe ich das auch gespürt mit dieser Zugehörigkeit, bei dir spüre ich sie auch so stark. Viele Leute tun das bei dir auch, du umarmst auch die Leute und du schaust sie an und du gehst ihnen entgegen. Und da kann man am meisten, glaube ich, tun, wenn es einem liegt, dass man Menschen zeigt, ich respektiere dich, ich mag dich, ich finde dich sympathisch. Da kann man Zugehörigkeit ausdrücken und da stärkt man zugleich das Selbstbewusstsein und die Eigenständigkeit. Das ist ganz was Wichtiges. Du hast auch schon darauf hingewiesen, der körperliche Kontakt. Und da hat es sogar eine Studie gegeben, wissenschaftlich einwandfrei, wo Studenten, die in die Mensa gegangen sind, die haben da so eine Nummer bekommen für die Mensa. Und die Frau, die ihnen diese Nummer gegeben hat, wurde bei einer gewissen Gruppe von Studenten angewiesen, wenn sie ihnen dieses Zettel gibt, sie so ein bisschen zu berühren. Und die anderen haben nur das Zettel bekommen und sind nicht berührt worden. Und danach, alles doppelblind und so weiter, dann hat man die gefragt, die berührt wurden, und die haben gesagt, ja, das war sehr nette, die uns da die Nummer gegeben hat. Und die anderen haben sie gefragt, die haben nicht einmal gewusst, ob es ein Mann oder eine Frau war, die nicht berührt wurden. Ja, also das ist ein kleiner Trick, den man so anwenden kann. Man kann Leute so leicht berühren. Was habe ich Böses getan? Auf einmal ist ein Kontakt hergestellt. Man braucht sie gar nicht erst umarmen. Danke. Das Bild ist, kennt ihr das Bild, wie wir uns umarmen, Bogota? Das kann ich immer noch anschauen. Ihn natürlich in erster Linie, mich kenne ich ja schon ein bisschen. Gibt es weitere Danke. Fragen? Mir ist aufgefallen, dass ein starkes Spannungsfeld besteht zwischen Gleichmacherei, Testung etc. etc. einerseits und Individualität andererseits. Und zwar vor allem für die Schule wurde das postuliert. Ich glaube, dass die Noten, die unsere Künstler haben, kopiert sind. Stimmt das? Oder wenn nicht, sind sie gedruckt, jedenfalls vervielfältigt. Und ich glaube, wir alle haben gespürt, dass die Gleichmacherei dadurch, dass vervielfältigte Noten da sind, sie nicht gehindert haben, das in einer so einzigartigen Weise zu präsentieren heute, wie es nie wieder auf der ganzen Welt präsentiert werden wird. Dafür übrigens Applaus und herzlichen Dank. Ich bin Lehrerin, genauso wie der Heiner Schmidt im akademischen Gymnasium und würde ich auf die Schulreform warten, die es mir ermöglicht, meine Schüler individuell zu sehen, dann, ich weiß nicht, das wäre ich längst in Pension, weshalb ich kann da keinen Widerspruch sehen, dass die mir als Mathematikerin aufoktroyierte Zentralmatura, die wirklich eine große Belastung für mich ist, Gleichmacherei. Es hindert mich aber überhaupt nicht daran,
30 Schüler in der 8a, so individuell, als es mir möglich ist, sie zu sehen. Es sind 30 Menschen, 30 Schicksale, und heute am Sprechtag erfährt man von mancherlei Eltern wieder Schicksal. Also ich widerspreche, Bruder David, ich widerspreche Ihnen, dass wir eine Schulreform brauchen, um Kinder individuell zu sehen. Entschuldigung. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Abend. Mir ist ein Zusammenhang noch aufgefallen, Gesellschaft und Zusammenhang. Und vielleicht beginnt es wirklich mit der Schätzung der Würde, zum Vertrauen und zum Zusammenhang. Würdet ihr das auch so sehen, dass Vertrauen und Würde sehr, sehr eng zusammenhängt? Wer möchte antworten? Vertrauen und Würde. Also ohne Vertrauen gibt es keine Würde. Das ist doch simpel. Ich muss doch Vertrauen, jetzt ist die Frage, wem gegenüber. Würde hat natürlich zu tun mit dem Geistigen. Und mit dem Geistigen muss ich vertrauen. Und auch, ich bin ja ein geistiges Wesen. Insofern muss ich mich da einklinken, damit das Vertrauen auch was nützt für die Würde. Also wenn man jemandem nicht vertraut, nicht wahr, dann bricht das Zugehörigkeitsbewusstsein und untergräbt natürlich den ganzen Begriff der Würde. Wenn sich jemand wirklich nicht vertrauenserweckend benimmt und wenn jemand wirklich Böses tut, dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, sich zu solchen Menschen zu verhalten, zum Bösen. Es gibt das Böse, das muss man ernst nehmen. Wie verhält man sich dem gegenüber? Und man kann es entweder ausgrenzen, wir sind die Guten, das sind die Bösen, oder man kann sagen, und das führt zu nichts. Das führt zu nichts. Und oder man kann es anschauen, so wie eine Mutter ein Kind anschaut, das sich schlecht benimmt und sagt, du wirst schon noch herauswachsen. Und man schaut das Böse als das noch nicht Gute an. Und das macht einen enormen Unterschied aus. Also es ist eine Frage der Haltung. Nicht wahr? Man sieht, das Böse wird als du tust etwas, was dem Leben schadet, Menschen schadet, das gegen den Strich geht dem Leben. Das darf man nicht beschönigen. Aber du kannst es besser machen. Wenn man mit der Überzeugung zugeht, auch auf den schwierigsten Menschen. Und dann kommt natürlich dazu, dass man auch von jedem, dass man sich darin üben kann, in jedem, auch in dem Schlechtesten, unter Anführungszeichen, was Gutes zu finden. In jedem kann man irgendwas Gutes. Und das kann man üben, das gehört zu diesem Üben der Würde dazu. Lang genug hinzuschauen, bis man auch an dem unsympathischsten Menschen oder was immer, irgendetwas Positives findet. Und das kann man mitnehmen, das ist etwas, was man tun kann. Unser Pater Johannes Bausch erzählt, dass es in einer so Klostergemeinschaft hat es einen Bruder gegeben, der über alle immer was Gutes zu sagen gewusst hat. Über jeden hat er was Gutes. Und die anderen hat das schon geärgert. Und die haben sich gedacht, einmal muss er über jemanden schimpfen können. Und haben sich gefragt, und was sagst du über den Teufel? Und da hat er einen Augenblick nachgesagt und dann hat er gesagt, also eines muss man ihm lassen, fleißig ist er. Wenn der David etwas sagt, dann fällt mir natürlich immer auch was ein. Das heißt, liebet das Böse gut, denn das hat auch mit mir zu tun.
Ja. Und in dem Augenblick, wo es mit mir zu tun hat, da muss ich auch so reingehen in die Situation. nicht, dass ich sozusagen sage, bei mir geht das vorbei. Ich habe damit zu tun. Es ist mein Böses, was in erster Linie hinterfragt wird. Gut, vielen Dank. Die Zeit lässt leider keine weiteren Fragen zu. Eine ist schon vergeben sozusagen. Die letzte Frage, ja, bitte. Ja, ich bin durch einen Zufall hierher gekommen. Ich habe Sie nie gekannt. Und ich kenne zwar Betz und alle, aber Sie habe ich nicht gekannt. Und ich hätte eine Frage. Wo leben Sie und wie machen Sie das, dass Sie die Tage, wo Sie leben, in Würde leben und Zufriedenheit? Vielleicht ein paar Tipps für alle, wie man zufriedener wird und mehr in Würde leben kann. Die Frage geht an den David Steindl-Rast. Ja. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also ich versuche in eigenen Worten noch einmal zu sagen. Die Frage ist, wo du lebst, wie du lebst und einen Tipp für uns alle, wie man zufriedener wird. Ist das richtig? Ja. Würdiger. Und würdiger. Wo ich lebe, ist schwer zu sagen. Als Benediktinermönch gehört man immer dem Kloster an, wo man eingetreten ist. Aber ich habe diese sonderbare Berufung gehabt, dass ich immer wieder weg war von meinem Kloster. Mein Kloster ist in Amerika, im Staat New York, aber sehr weit von der Stadt entfernt, eine ganze Flugstunde. Und dem gehöre ich an und bin ich auch immer wieder mal. Hier bin ich sehr häufig in Kloster Gut Eich, in St. Gilgen. Und sehr lieb aufgenommen und auch dort ein Mitglied der Gemeinschaft. Und sonst reise ich immer noch sehr viel und bin so das halbe Jahr auf Reisen und habe mich daran gewöhnt, immer dort zu sein, wo ich eben gerade bin. Das gelingt mir Gott sei Dank sehr gut. Wenn ich wegfliege, stelle ich die Uhr gleich auf die Zeit von dem Ort, wo ich ankomme und erlaube mir nicht auch nur einen Gedanken, dass das eine andere Zeit ist. Das geht sehr gut, das wirkt sehr gut. Also bin gegenwärtig, wo ich bin. Und die Frage war noch, und wie kann man dann zufrieden sein? Also da kommt natürlich die Dankbarkeit herein, nicht wahr? Dass alles ein solches Geschenk ist. Man braucht nicht, wenn es hilft, kann man sich vergleichen, seine Lage vergleichen mit anderen Menschen, denen es so viel schlechter geht. Aber das braucht man gar nicht. Man braucht nur einfach zu schauen, was mir geschenkt ist und das zu würdigen. Da kommt wieder die Würde rein. Auch die Dinge zu würdigen, die mir geschenkt ist. Dass ich alle die Jahre meines Lebens, also wir waren wirklich schon mehrmals am Verhungern, das muss ich sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber dass ich immer, auch dann noch, immer wieder täglich überlebt habe und noch zu essen gehabt habe und jetzt zu essen habe. Und wenn man nur denkt, wo das alles herkommt, wenn man nur auf den Teller schaut und sich überlegt, wo die Dinge herkommen, da ist man schon mit Tausenden und Zehntausenden von Menschen verbunden, die das gepflanzt haben, geerntet haben, transportiert haben, gekocht haben, oder unsere Kleidung, wo der Stoff herkommt. Wir sind so vernetzt, so verbunden mit der ganzen Welt. Und sich das bewusst zu machen, das gibt einem schon das Gefühl der Zugehörigkeit. Und das kann man pflegen, das kann man üben, da kann man drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob das die Frage so halbwegs beantwortet. Vielen Dank. Auch für die Fragen. Ich muss ein bisschen streng sein, was die
die Uhr angeht jetzt, und wir haben einen letzten Teil noch, ja, wo ich einfach ein bisschen was erzählen möchte und wir uns dann ein vierminütiges Video anschauen. Wie gesagt, Helmut Löbel hat ein Projekt in Kolumbien das CS Waldorf Wann gegründet vor knapp 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Mein viertes Projekt. Eigentlich, das Vorlesen ist nicht so gut. Wir schauen uns das Video an und ich sage dann noch ein paar Worte dazu. Okay. So machen wir das. Ja? Der letzte Teil muss ich lesen. Ja, aber erst nach dem Video. Ja. Erst nach dem Video. Ja, das hat mit den Bildern zu tun. Gut. Wir haben zwei eigenartige Bilder mitgebracht. Okay. Wollen wir unbedingt gerne präsentieren. Also, das Projekt, das wir jetzt in 4,5 Minuten auf dem Video sehen, CS Waldorf in Bogotá, ist das Projekt, für das ich Sie heute auch bitte zu spenden am Ausgang. Der Eintritt war frei, der Techniker sozusagen von der SN hat gesagt, na sag's doch mit den Worten, öffnen Sie nicht nur das Herzerl heute, sondern auch das Börserl. Und sozusagen draußen steht der Plexiglas-Box. Und wir sagen wirklich herzlichen Dank, wenn Sie da wenn Sie da nichts reinklimpern, sondern ein Scheinwerfer sind. Ich muss nicht sagen. Ins Dunkel. Mir ist das Scheinwerfer an. Mir ist das peinlich, aber es macht nichts. Gut, wenn wir jetzt bitte das Video sehen können. Ja, dürfen wir dann aufstehen und da hinten hinstellen? Ja. Ich kenne das schon. Du darfst sitzen bleiben. Lass dich mich allein. Du darfst jetzt nein. Danke schön, das ist sehr lieb von mir. Nein. Ist da frei? Michael? Danke. Das ist so richtig ein modernes Video. Sehen Sie gut. Sehr gut, ja. Danke. La Corporación CS Waldorf es una oportunidad, es una iniciativa para la vida de los niños, las niñas de este sector. El primer programa es el de jardín infantil, en donde hay 66 niños y niñas con 5 maestras de entre los 2 años y los 5 años. En este programa buscamos que tanto los niños como los padres puedan experimentar que el mundo es bueno, es decir, aprender a cuidarse los unos a los otros, quererse, aprender incluso que los padres aprendan a jugar, a cuidarlos, a alimentarlos, a manejar sus conflictos. PAES es un programa de apoyo educativo y social que surge ante la necesidad de que el niño y la niña experimenten de qué mundo es bello. Ellos se descubren como la capacidad de ver el mundo en unas dimensiones diferentes a las escolares y en donde pueden trabajar en su autoestima, en la diferencia, en aceptar al otro, en desarrollar los valores de la solidaridad y la tolerancia, pero sobre todo a sentirse niños, niñas y jóvenes plenos con alegría y con fantasía. Acuérdense que hay una historia que son 4 personajes. No, usted no tiene más cara porque son 4 personajes. Recuerden todo el proceso que se llevó hasta el niño. Pero muy duro, cométenlo. Muy, pero muy duro aquí. El programa de trabajo social tiene la posibilidad de que nosotros comprendamos que viven las familias en sus casas, en sus barrios, en la vida cotidiana de la familia, es la que nos permite afianzar los procesos, pero también la que nos da las pistas para reivindicar los derechos de las familias. El programa de educación de adultos, que surge porque los padres se sienten sin herramientas para poder continuar con la orientación y la educación de sus hijos. Allí los padres se reivindican y logran recuperar su autoestima y una ilusión de futuro que pueden desarrollar.
Es importante que un niño viva su tiempo acá con nosotros, porque en el contexto no tiene otras salidas diferentes a las de vincularse con grupos al margen de la ley, el consumo de sustancias. La esencia de la corporación es como un oasis en el cual uno, después de una larga jornada, puede llegar y encontrar protección, descanso, alegría, fantasía, imaginación, pero sobre todo protección, confianza. Yo podría decir que la esencia y el significado de Seth Walloff está puesta en la atención diferente del ser humano. Cada día es más importante de entender a las personas y qué es lo que quieren hacer en la vida. Y nosotros tratamos de entender que todo el ser humano tiene un plan extraordinario, individual, de realizarse en la vida. Y no es simplemente que aprenda alguna materia del colegio, sino que aprenda que es un ser humano y que sirve. Y que sirve independientemente que los demás gente le digan que sí o que no, sino que se desarrolla por sí solo. Sagen dabei, es fehlt der Einstieg im Sinne von, was ist die soziale Situation in Kolumbien. Die ist im Augenblick grausam nach dem entsprechenden nicht funktionierenden entsprechenden Friedensabkommen, was die bisherige Regierung nicht akzeptiert hat. Es ergibt sich im Augenblick wieder eine neue, die Dissidenzen werden wieder größer und die Guerilla formiert sich neu. Und das hat natürlich sehr viel mit der sozialen Situation zu tun. Und die Kinder sind ja, das sind unsere Opferkinder, das sind die Kinder, die von den Binnenflüchtlingen vor den Massakern geflohen sind und jetzt in Bogotá in den Armenvierteln sind. Also das fällt leider ein bisschen da. Deswegen, für mich ist der Film nicht so ganz toll, aber bitte nicht weiter sagen. Aber ich muss ja ab und zu, als alter Knacker muss ich ja akzeptieren, was sie drüben machen. Ja. Du hast mir gebeten, das noch vorzulesen. Ja, das ist der letzte Absatz. Ein zukünftiges Teilprojekt ist die psychosoziale Betreuung durch Traumpädagogik für ehemalige Kinder- und Jugendsoldatinnen der Ex-Guerilla-Organisation FARS, wo wir Täter und Opfer zusammenbringen. Übrigens sind heutige Täter frühere Opfer. Bisher hatten wir es mit Binnenflüchtlingen als Opfer zu tun, die aber auch Täter waren. Du hast zwei Bilder mitgebracht. Ich habe zwei Bilder mitgebracht, die ich mit dem Thema Würde verbunden habe. Das jetzt hier ist das andere. Zuerst das andere. Ja. Hat dieses Kind Würde? Sieht man das oben? Nicht so gut, gell? Hat dieses Kind Würde? Selbstverständlich. Nur es hat würdelose Handlungen begangen. Also man sieht auch ein Maschinengewehr unten in der Hand. Eine junge Frau mit einem Maschinengewehr. Da ist die Sache für mich einwandfrei. In dem anderen Bild ist sie nicht so ganz einwandfrei, weil man es nicht sieht. Also mir geht es jetzt darum, dass Sie eine Meinung darüber sich selbst bilden, haben solche Kinder Würde, weil wir Würde haben. Aber selbstverständlich haben sie von meiner Warte aus gesehen. Es gibt keinen Menschen, der nicht würdevoll ist, aber es gibt die Handlungen, die sind würdelos. Meine Meinung. Jetzt kommt das nächste Bild. Was halten Sie von diesem Mädchen? Wenn Sie das jetzt wählen würden, ohne das Mädchen davor. Also mir ist jetzt eingefallen, das hat ein Engelsgesicht, dieses Kind. Also für mein Dafürhalten. Ich kann Sie stundenlang dieses Foto anschauen. Vielleicht haben Sie eine andere Meinung, aber das ist jetzt nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass man sieht, was könnte das bedeuten und wie geht man mit diesen Kindern um. Sie können doch nicht sagen, das wäre ein würdeloses Kind. Sie können nur sagen, wer ist das? Da oben sehen Sie die Mütze von der Guerilla. Dieses Grüne da oben. Das ist die Guerilla-Mütze von der FARC. FARC, Kolumbien.
Okay, mehr wollte ich dazu jetzt nicht. Jetzt bist du wieder dran. Ja. Ich möchte einfach Danke sagen. Da brauche ich dich wieder herum, David. Dankeschön. Euch beiden möchte ich herzlich danken, dass ihr heute Abend gekommen seid, dass ihr euch dem Thema gestellt habt, dass ihr persönlich auch geworden seid. Und ich möchte den beiden Musikern danken, der Alexandra und dem Gregor und Ihnen allen, dass Sie gekommen sind, sich die Zeit genommen haben, mit uns gemeinsam über das Thema Würde heute nachzudenken und zu sprechen. Applaus uns allen. Buch, das Helmut gemeinsam mit Peter Daniel Borsche herausgegeben hat, beschreibt das Projekt CS Waldorf in den Details. Zukunft für Zukunftslose in Bogotá. Wir haben heute keinen Buchverkauf hier, aber das Buch kann man bestellen. Die Biografie von Helmut von Lebel, der Stehaufmann, im Residenzverlag erschienen 2016, ist auch noch in, also gut zu bestellen, zahlt sich aus, es ist eine unglaublich spannende Biografie. Und das letzte Buch auch, das von David Steindl-Rast rauskommen ist, ein Interview von Johannes Kaub, Ich bin durch dich, so ich, Lebenswege, keine Biografie, sondern Ausschnitte aus deiner Biografie, oder? Stimmt das richtig, eher, ja. Gell? Du wolltest nicht, dass es eine Biografie reicht, nicht. Da müsste mehr drinstehen. Ja. Ein wunderbares Buch, sehr lesenswert. Ja, ich möchte noch darauf hinweisen, draußen am Ausgang gibt es auch einen Spendenfolder. Wer heute also kein Geld mit hat, darf sich diesen Folder mitnehmen. Da steht auch über CS Waldorf einiges kurz drauf. Und es liegen auch Listen auf. Also sollten Sie interessiert sein an Veranstaltungen, die sinnvoll sind, tragen Sie sich bitte mit Name und E-Mail-Adresse ein. Es wird immer wieder Veranstaltungen geben, die ich initiieren darf, vielleicht sogar wieder mit einem oder beiden Herren, wer weiß. Vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause. Danke. Danke.